Diese Regierung nimmt die Gefährdung, Beschädigung, letztlich vielleicht sogar die Zerstörung des Sozialstaates in Kauf. Und das ist eine weitere massive Fehlentscheidung, für die wir alle am Ende einen hohen Preis zahlen müssen. Dann, und das war für mich auch ein Grund, in die Politik zu gehen, erschütternd sind eben auch die Fehlinformationen, die Fake News, wie immer Sie das nennen wollen. Sie erinnern sich, uns wurde am Anfang gesagt, Facharbeiter strömen zu. Wir können auf diese Art und Weise unsere demografischen Probleme, nämlich die Überalterung der Gesellschaft, lösen. Wenn wir heute die Zahlen nüchtern betrachten, dann müssen wir feststellen, dass sich von den 3 Millionen Hartz-IV-Empfängern 1 Million in dieser Rubrik der Zugewanderten seit 2015 befinden. Und 85% von ihnen haben keine Berufsausbildung, überhaupt keine Berufsausbildung. Das heißt, sie werden dauerhaft den Sozialleistungen letztendlich auf Sozialleistungen angewiesen sein. Aber noch viel dramatischer als diese sozialen Fehlentwicklungen sind natürlich die gesellschaftlichen Verwerfungen. Ich habe ja gesagt, ich bin viel in der Welt herumgekommen. Ich hatte auch viel mit arabischen Ländern zu tun. Und es ist an und für sich völlig klar, dass ich mit dem Islam eine Religion habe, die gleichzeitig eine Staatsform ist. Ich kann nicht unterscheiden zwischen einem religiösen und einem weltlichen Islam. Der Islam beansprucht, in allen gesellschaftlichen Bereichen Vorgaben zu machen. Und der Islam, das wissen wir auch alle, ist keine Religion, die andere Religionen anerkennt. Und wer aus dem Islam austritt, der verwirkt in vielen islamischen Staaten sein Leben. Wir holen uns millionenfach diese Menschen ins Land. Und das bezeichne ich als ein gewaltiges gesellschaftspolitisches Experiment. Denn was kann passieren? Es kann passieren, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der Traum vieler anderen Politiker in Erfüllung geht und dass wir hier in Deutschland einen modernen Euro-Islam schaffen. Ein Islam, der die westlichen Werte anerkennt, die Scharia über Bord wirft und sozusagen innerhalb von 20 oder 10 oder 20 Jahren das durchläuft, wofür wir als Christen Jahrhunderte gebraucht haben, nämlich eine Säkularisierung und letztendlich auch eine Aufklärung. Das ist ein Traum, mehr aber auch nicht. Was kann aber auch passieren, dass der Islam das auch hier in Deutschland durchführen wird, was er in vielen anderen Ländern gemacht hat, nämlich andere Religionen, andere Lebensformen zu verdrängen. Sie wissen vielleicht, dass Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen Türkei noch 25% Christen lebten. Heute ist dieser Anteil 0,2%. Warum wohl? Das heißt, dass dieses Experiment negativ ausgeht für uns hier, für unsere Kultur, für das, was wir über Jahrhunderte erstritten und aufgebaut haben, ist mindestens genauso wahrscheinlich. Und wir haben keinerlei Garantie und auch die Regierung kann uns keinerlei Garantie geben, in welche Richtung am Ende diese Entwicklung verlaufen wird. Trotzdem befördert sie unverändert eine weitere Multikulturalisierung unseres Landes. Und ich bin oft gefragt worden, warum ist es denn so, dass alle Parteien mit Ausnahme der AfD dieser Entwicklung Vorschub leisten? Und meine persönliche Antwort darauf ist, wenn wir auf die Linksparteien schauen, dann glaube ich, dass sie mit multikulturell ihren alten Traum der weltweiten Internationale wieder aufleben lassen. Alle Menschen sind gleich und wir reißen alle Grenzen ein, kulturellen, wirtschaftlichen Grenzen ein, um diesem Traum des Internationalismus wieder zu beleben. Und der andere Teil des Parlaments, CDU, CSU und FDP, da glaube ich einfach, dass sie sich sehr stark ausgerichtet haben auf den internationalen Kapitalmarkt. Er hat auch keinerlei Interessen an Grenzen und Nationalstaaten. In keiner Weise. Dem ist am liebsten ein Land, in dem Konsumenten leben, die ordentlich verdienen und die Produkte bezahlen können, ansonsten aber auch keinerlei weiteren nationalen Besonderheiten aufweisen. Und diese unselige Allianz, diese beiden wesentlichen Strömungen, die haben sich gefunden in der Zielsetzung. Und die Zielsetzung heißt eben, den Nationalstaat einzuebnen. Und wir verlieren dadurch, innere Sicherheit. Es wird uns zwar erzählt, dass die Kriminalitätsbelastung angeblich so niedrig ist wie seit 1992 nicht mehr. Gleichzeitig werden aber Tausende von Polizisten und Justizbeamten eingestellt. Die Frage ist natürlich, warum?
Und wie verträgt es sich mit der Aussage, wenn das Bundeskriminalamt wie vor wenigen Tagen nun vor der nigerianischen Mafia warnt, die sich zunehmend hier ausbreitet? Wenn man die Kriminalstatistiken genauer betrachtet, dann wird man feststellen, dass schwere Kriminalität von Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, teilweise um den Faktor 10- bis 16-fach häufiger verübt wird als von denjenigen, die schon länger hier leben. Also wir verlieren innere Sicherheit. Unsere äußere Sicherheit ist, und das liegt nicht an den Soldaten, ein Trümmerhaufen. Wir haben eine Bundeswehr, die nicht mehr in der Lage ist, die Grundaufgabe, nämlich Landesverteidigung, wahrzunehmen. Die Materialausrüstung ist schlecht. Es gibt, glaube ich, 220 Panzer, von denen auch nur ein Teil einsatzbereit ist. Von den 6 deutschen U-Booten, die es noch gibt, konnte längere Zeit kein einziges auslaufen. Und wenn deutsche Hubschrauberpiloten üben müssen, der Bundeswehr, dann werden dazu teilweise ADAC-Hubschrauber herangezogen. Wie will ich denn ein Land verteidigen mit dieser Armee? Und ich glaube, die Bundesregierung will das gar nicht. Sie setzt eben auf eine Verteidigung durch die NATO oder, das ist jetzt die letzte Entwicklung, über eine europäische Armee. Aber auch hier die Frage, wenn wichtige militärische Entscheidungen nicht mehr in Deutschland getroffen werden, sondern eben in Brüssel, in Paris, in Washington, wer stellt denn bitte sicher, dass unsere deutschen Belange dann auch überhaupt noch angemessen berücksichtigt werden? Das kann man hoffen, aber auch hier kann uns die Bundesregierung in keiner Weise das Gefühl der Sicherheit geben, dass hier tatsächlich diese Belange gewahrt sind. Ja, dann natürlich die Wirtschaftspolitik, und das ist auch eine weitere extreme Fehlentwicklung. Ich erinnere mich noch gut an den Bundestagswahlkampf 1998, als die CDU-CSU damals noch konservativ für die Einführung des Euro warb. Und da gab es Plakate, auf denen stand, müssen wir für Auslandsschulden haften? Die Antwort natürlich nein. Heute liest es sich völlig anders. Der deutsche Steuerzahler ist mit immensen Haftungen belastet. Allein für Griechenland beläuft sich diese Summe auf 80 Milliarden Euro. Deutschland ist verschuldet. Die Staatsverschuldung liegt bei ungefähr 2 Billionen Euro. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 2000 mal 1 Milliarde Euro, das ist die öffentliche Schuld. Und der Staat ist hier eigentlich auf einen Trick gekommen, wie er diese Schuldenlast tragen kann, nämlich indem er keine Zinsen darauf bezahlt. Wenn man sich nur vorstellen müsste, einen Schuldzinssatz von 8%, dann wären das 160 Milliarden Euro Zinsen pro Jahr. Der Bundeshaushalt liegt etwa in doppelter Höhe. Das kann der Staat nicht tragen. Stattdessen hat er also diese Nullzinspolitik unterstützt, maßgeblich aus meiner Sicht sogar beeinflusst, der Europäischen Zentralbank. Sie bekommen keine Zinsen mehr, die Schuldzinsen sind auch gering. Und gleichzeitig haben wir Inflation. Und das bedeutet, dass jeder, der spart, jeden Tag verliert. Denn keine Zinsen bei 2% Inflation heißt, das Vermögen wird jeden Tag weniger. Das ist eine Enteignung, für die man eigentlich eine Rechtsgrundlage bräuchte. Die gibt es hier aber nicht. Sie geschieht auf dem kalten Weg. Nur jeder Anlageberater, der Ihnen so ein Konzept vorschlagen würde, den würden Sie feuern. Die Bundesregierung können wir leider nicht entlassen. Abwählen, das ist ganz genau der Punkt. Letzter Punkt, und das ist natürlich auch ein ganz besorgniserregender Punkt. Deutschland ist kein Land mit Bodenschätzen. Wir haben nicht das Glück, auf Erdölreserven zu sitzen. Wir sind immer wieder darauf angewiesen, durch Fleiß, durch Erfindungen, durch Innovationen und entsprechende Produkte unseren Wohlstand immer und immer wieder zu verdienen. Aber wie will ich im internationalen Wettbewerb bestehen, wenn unsere Bildung nach unten geht? Wie will ich denn konkurrieren mit Ländern, die auf Leistung setzen, die ihre jungen Menschen optimal ausbilden, und zwar mit Wissen und Können und nicht mit geschwätzigen Kompetenzen, wie das bei uns inzwischen zunehmend der Fall ist. Hessen schafft jetzt auch noch die Schulnoten ab. Das mag die Schüler jetzt freuen, später werden sie darunter leiden. Wenn wir uns das alles vor Augen halten, dann ist das Fazit eigentlich nur erschütternd und erschreckend. Die deutsche Regierung erfüllt, und zwar seit längerer Zeit, ihren Auftrag gegenüber dem deutschen Volk in großen Teilen nicht mehr. Statt die elementaren Interessen der Bürger wahrzunehmen und weiter zu fördern, wie es das Grundgesetz verlangt, wie sie schwören, hat sie uns ungefragt in ein ungeheures gesellschaftliches Experiment gestürzt. Der Ausgang dieses Experiments ist bestenfalls ungewiss, aber es kann auch dazu führen, dass sich dieses Land komplett abschafft. Die Bundesregierung zeigt
keinerlei Bereitschaft, offenkundige Fehler zu korrigieren. Und die deutschen Eliten, die prangern das nicht an. Sie schweigen bestenfalls oder sie befördern diese Politik aktiv. Und noch schlimmer, sie bekämpfen diejenigen, nämlich uns, die diese Fehlentwicklungen anprangern. Mehr Versagen,